Yo, Leute, was geht ab? Onkel Frank wieder back mit einem ganz freshen Video. Perfect. Und heute werden wir auf jeden Fall mit Kevin De Bruyne, Sylvester, mit Renier Sylvester und noch mit einem dritten Spieler aus der Player Pick SBC ein freshes Team bauen, ein, zwei Weekend League Games spielen und unsere Weekend League Rewards öffnen. By the way, check gerne auch Tim ab, nicht Tim Waits, ein anderer Tim, ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt. Der hat auch korrekt ein paar Games für mich in der Weekend League übernommen. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo. Ich würde mich darüber natürlich mega, mega freuen und dann würde ich sagen, komm schon, wir starten direkt in die Games. Let's go. Silverstar-Spieler bei, wie gesagt, De Bruyne und Renier sind auf jeden Fall in unserem Team fix. Und hier wird auf jeden Fall der dritte Kandidat entschieden, wer mit uns in das Team reinkommt. Wir dürfen einen von vier Silverstars selber aussuchen. Leute, ich habe Silverstars eigentlich nicht so richtig verfolgt. Aber es sind auf jeden Fall stabile Leute dabei. Ein Layun wird dem halt sehr schwierig zu linken sein. Ne? Aber der Kollege hat 5 Sterne Weakfoot. Dann haben wir einen Dodo. Brasilien wenigstens einfacher zu linken. 3-3, 94 Pace, 75 Defending, 74 Physis. Dann haben wir noch einen Holtmann. Spielt bei Bochum. Ist Bochum erste oder zweite? Bochum ist erste Liga. Ja, 96 Pace. Ah, die kannst du nicht spielen, Mann. 3 Sterne Skill, 2 Sterne Weak von Brudi, lass mal liegen. Aber wir haben nochmal Modest. Alright, Leute, schwierige Angelegenheit. Ich würde sagen, Modest und Holtmann fallen einfach raus, weil, keine Ahnung, 3 Sterne Skill, Stürmer oder hier 2 Sterne Weakfoot willst du einfach nicht spielen. Sprich, die Entscheidung ist zwischen Dodo und Layun. Aber da Layun irgendwo spielt, mexikanische Liga, macht gar keinen Sinn, nehmen wir einfach Dodo mit. Brasilien kann man irgendwie immer gut linken und deswegen ist Dodo mit in unserem Team. Okidoki, das sind unsere 11 Delegierten, die in der Weekend League für uns ein paar Games machen. Ja, ich weiß, wir spielen mit sehr vielen brasilianischen Spielern. Ich glaube, mehr als die Hälfte davon sind Brasilianer oder sind eigentlich gefühlt alle Brasilianer außer Kevin De Bruyne. Aber es ist immer ein bisschen schwierig zu linken, wenn man nicht mit so vielen Icons und so spielt. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich ein Renier schlägt, wie sich ein De Bruyne schlägt, wie sich ein Dodo schlägt. Und ich würde sagen, nicht so viel schnacken, wir gehen direkt in die Games. Let's go! Alright, und das ist unser erster Gegner. Boah, guckt euch das Team an. Dodo, guck mal, guckt euch diesen Typ an. Der hat Bock an Laufen auf jeden Fall. Sehr gut Eusebio aus dem Spiel genommen. Und immer noch Dodo. Der macht das gut. Okay, wir spielen echt ein bisschen mit viel Delay und so. Macht ehrlich nicht so viel Spaß. Wo passen wir den Ball hin? Okay, Stellungsfehler vom Gegner. Renier zieht ab. Mike Nunn, kranke Parade auf jeden Fall. So, Ball immer noch heiß. Junge, was spielt ihr hier? Was spielt ihr hier, Renier? Und der zweite sitzt auf jeden Fall. Ey, der hat echt einen guten Schuss. Der hat echt einen guten Schuss. Warum der erste reingegangen ist, weiß ich nicht. Aber sein Schuss ist auf jeden Fall nice. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Overmars gegen 53 Pace Gabriel. Das wird sowieso nichts. Komm, da kann eh safe flanken. Ui. Okay, der rutscht dabei so hart durch. Hätte ich niemals erwartet. Dodo. Ey, der Mann ist so gut. Der Mann ist so... Ey, Chiri. Okay, und jetzt ist es wahrscheinlich soweit. Hey, es hat sich angebahnt. Hakimi trifft einfach zum Ausgleich. Also offensiv ist die Mannschaft echt okay, muss ich offen ehrlich zugeben. Aber defensiv, bisschen Struggle. Komm, De Bruyne, macht das stark. Immer noch De Bruyne. Jawohl, kriegt den Ball nochmal auf Dodo rüber. Dodo. Ja, Stolperball FC. Der Ball läuft trotzdem irgendwie. Kevin, De Bruyne, Kevin. Wow. Neymar, gut gemacht. Neymar, gutes Auge für Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, Doppelpass mit Renier. Kevin! Golasso! Ey, die können ehrlich gut schießen. Also eins muss man denen lassen. Die spielen sich definitiv nicht so wie Silberspieler. Und das ist baba nice. Komm, Jesus. Ich sehe, dass der De Bruyne reinläuft. Ja, voll. Diese Manchester City Connection. Und da ist das 3:1. Leute, was passiert hier? Was passiert hier? Kommt, Jungs. Eckball. Mal sehen, ob die auch irgendwie Fernschüsse können. Aber hier steht keiner. Neymar. Okay, abgefälscht. Schade, schade, schade. Ja, Ball wieder bei uns. Was ist das für ein Pass? Manchmal gehen die Pässe ehrlich ins Niemandsland. Sage ich ehrlich so, wie es ist. Ich habe da nicht mal hingezählt oder so. Komm, Verissimo, zeig, warum du gut bist. Ui, einfach mal flanken. Oh, Alan. Das ist Renier. Boah, Junge, was ein Pass aus dem Fußgelenk. Immer noch Renier am Ball. Vorbei an Keita. Ah,
Kevin De Bruyne, ey, der Mann ist so gut, der ist so wendig, der ist so beweglich, Mann, der ist... Das macht einfach Spaß, mit denen zu spielen, sage ich so, wie es ist. Macht einfach Spaß, komm. Und mal, wenn ich so viel rede, verliere ich den Ball auf unnötig. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir keinen Konter fangen. Weil dieser Gabriel ehrlich gar nicht schnell ist, aber... oh, Ederson auf der Linie. Mart, Neymar. Neymar hat Room and Time. Zieh einfach mal ab, mein Junge. Und da steht's 4:1 und der Kollege hat keinen Bock mehr. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Alright. Kommen wir zu unserer Weekly League Rewards, Leute. Ich bin richtig, richtig heiß. Wir haben 3 Player Picks. 1 von 5 Food Champions Spielern. Ich weiß jemand nicht, was man alles ziehen kann. Deswegen für mich alles Überraschung. Aber, ja, erster Player Pick Betrug. Masrui oder wie der Kollege heißt. Komm, der zweite muss auf jeden Fall mehr gönnen. Hier ist auf jeden Fall Ito dabei. Dani Olmo. Walker Peters. Ich glaube, Ito sieht eigentlich schon so mit am spielbarsten aus. Concili sieht auch nicht so schlecht aus. Man bedenke, I can swaps oder so. Komm, nehmen wir einfach Ito mit. Hohes Rating. Warum überlege ich da noch? Und komm, der letzte und dritte Player-Pick. Harry Kane in Rot. Alright. Nehme ich mit. Schmeckt auf jeden Fall. Ist wonderful. Günther sieht immer auch nicht so schlecht aus. Guck mal, 87 Physis. Das Problem ist einfach nur, dass Harry Kane mit auf der Seite ist. Sonst hätte ich den liebend gern mitgenommen. Aber das sind unsere 3 Player-Picks auf jeden Fall. Wonderful. Alright, kommen wir zu unseren Packs. Wir haben auf jeden Fall ein seltenes Spieler-Pack, ein ultimatives Pack und unser Premium Team of the Week-Pack. Starten wir ganz entspannt mit unserem seltenen Spieler-Pack. Und ja, es gibt jemand noch diese... Ah, es gibt jemand nicht mehr zu ziehen, ne? Aber okay, alright. Günther kommt wieder. Aber diesmal als Tradable-Version, deswegen beschwere ich mich nicht. EA hat meine Gebete erhört oder der liebe Gott hat meine Gebete erhört. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr glücklich. Sogar doppelt in Form im Pack. Was geht denn Günther Tradable weg? Ja, okay, dieser Markt ist sowieso komplett Betrug. Aber ich beschwere mich nicht. 2 Informs, davon einen sehr guten Inform meiner Meinung nach. Schauen wir mal, was noch kommt. Alright, ultimatives Pack. Komm, mit dem kleinen Finger. 3, 2, 1, Pack geht auf. Ey, komm schon, ey. Jawoll, Walkout. Deutschland Walkout. Ah, Matze Hummels, da machst du nichts. Boah, geht besser, geht besser, geht besser. Ich sag ehrlich, ich habe mich über einen Schulz mehr gefreut als Mats Hummels. Aber wir haben noch Mariga mit dabei und ein paar Duplikate. Schauen wir mal, was da für Duplikate sind. Aber die sind alle Betrug. Somit kommen wir auch zum heißesten Pack, Leute. Premium Team of the Week Pack. Komm schon, ihr wisst, Harry Kane ist zu ziehen, Günther ist zu ziehen, aber hatten wir ja schon. Ja, vielleicht auch mal ein Harry Kane tradable, wer weiß. Ja, auf jeden Fall nice. Komm mit der Nase auf, entspannt. Komm schon, EA Sports. Bitte macht nicht den Mr. Krabs. Bitte, bitte macht nicht den Mr. Krabs. Jawohl, Walkout. Aber es ist dieser Concili. Oh, nein, 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 nein. 84 rated. Mensch. Mensch, Mensch, Dani Olmo und Masrui. Ja, ja, geht besser, geht schlechter. Weiß ich jetzt nicht. Ist okay. Und somit kommen wir dann auch schon wieder zum Ende des Videos, Leute. Vielen, vielen lieben Dank für euren Support und dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Ich würde sagen, wir sehen uns ganz entspannt zum nächsten Video. Gang, Gang, ja, du weißt. Und Gefreddick ist raus.